Ende ihres Weges als Jedi. Aber das ist dein Kampf. Nimm beide Lichtschwerter mit nach Exegol. Ich hab den Wegfinder nicht. Ich hab Rens Schiff zerstört. Du hast alles, was du brauchst. Ich habe alles, was ich brauche. Könnt ihr mir das näher erklären? Erklären? Du willst gegen Imperator Palpatine kämpfen und brauchst noch Erklärungen? Ja, ganz viele. Ich war vage. Ich war vage? Du hättest mal Meister Yoda hören sollen. Nee, der war präziser als das. Schließlich wusste man bei Yoda, worum es übergeht. Verstehe ich die jetzt? Nein. Ich verstand den Hausmeister, aber den Rest verstehe ich nicht. Okay, aber nochmal. Ich brauche Erklärungen. Ganz viele für Episode 9. Wo kommt Palpatine her? Wie hat er überlebt? Warum muss ich gegen ihn kämpfen? Was hat er vor? Wer kontrolliert überhaupt die ganzen Schiffe? Die waren unter Eis. Wo sind die Mannschaften? So ein Sternzerstörer hat 100 Leute oder Tausende als Besatzung. Wer ist da drauf? Wer steuert die Dinger? Sowas in der Richtung. Ich hätte gerne mal ein paar Erklärungen. Also es ist wirklich so, Sternzerstörer haben Mannschaften, damit die Dinger betrieben werden können. Und in diesem Film sind die unwichtig. Ja, und da fragst du dich, wie das möglich ist. Ja, das Imperium, naja, das Imperium bestand nur aus, wir haben es ja in der einen Cutscene gesehen, aus hingestellten leeren Rüstung. So in der Richtung. Ja, aber gut, was soll's. Ich habe alles, was ich brauche, nehme ich hier drin. So, man hat's ja schon gelöscht. Zwei wurden gefertigt. Siehst du? Ich sagte doch, du hast, was du brauchst. Ah, Ikakuma! Aber wie soll ich nach Exegol kommen? Das Schiff wurde zerstört. Matimak! Es gibt noch eines. Oh, er hatte recht. Der Untertitel kam gerade gut. Er hatte recht. Überraschend. Hamba! Artopo! Ja, ich brauche hier einen Droiden. Also, fürs freie Spiel haben sie ja ganz viel drin. Ich werde das freie Spiel aber nicht spielen. Vorwarnung, ich werde es nicht spielen. Man hat hier zwar ganz viele Möglichkeiten, auch schon jetzt die Charaktere zu wechseln und einzubauen, aber ganz ehrlich, das haut dann die Story ein bisschen kaputt, wenn jetzt hier C3PO plötzlich auftaucht, als Beispiel. Und im freien Spiel, ich werde jetzt nicht die ganzen fehlenden Steinchen raussuchen, ja, weil das ist es ja, ne, du sollst dann sozusagen die Karten hier abgrasen für die Steine, damit die Verbesserung freischaltest, die du gar nicht mehr brauchst, weil das Spiel ist ja beendet. Mal davon abgesehen, dass ich finde, die Verbesserung braucht man im Spiel wieso nicht, die wirken ein wenig aufgesetzt, ja, also ohne Verbesserung kann man das, glaube ich, auch ohne Probleme durchspielen. Vielleicht die Schadensverbesserung noch, aber muss nicht unbedingt sein, ne? Also mehr Schaden bei Waffen und auch Schiffen und so weiter. Aber es macht das Spiel nur noch leichter, wenn man mal ehrlich ist. So, okay. Luke Skywalker zeigt mir, es gibt noch ein Schiff. Ich meine, er braucht es ja nicht mehr. Er ist ja ein Machtgeist, ne? Meine, er geistert hier immer noch auf der Insel rum. Es gefällt ihm so sehr. Genau, und auch das hat er vorsichtig mal da geparkt, wo er schon im Sumpf geparkt hat. Im Wasser. Sambona! Palpatine ist stark. Denk daran, was du gelernt hast. Danke. Ich versuche gut darauf aufzupassen. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Das ist ein Sammlerstück. Es nur eins gab. Und ja, er hat es vorschriftsmäßig genauso geparkt, wie er es schon damals im Sumpf geparkt hat. Ne? Das ist unser Luke, wie wir ihn kennen. Und auch lieben. Und diesmal konnte er es auch selbst heben. Das ist Rey. Sie fliegt nach Exegol. Kijimi. Wie? Durch Beschuss eines Sternenzerstörers aus den unbekannten Regionen. Planetenkillerwaffen. General, dieser Droide hat eine Menge an Informationen über Exegol. Nein, da, danke. Solange diese Sternzerstörer auf Exegol sind, können wir sie angreifen. Sie haben doch garantiert eine Art Thermalgenerator. Gibt es eine Ventilationsöffnung? Wenn wir die genau treffen... Oder vielleicht eine Art Reaktor? Wie bitte? Sie nutzen ein Signal eines Navigationsturms. Wie den hier. Unsere Jäger finden den Turm, das Bodenteam pustet ihn weg. Wir sind nicht genug. Und da kommen Lando und Chewie ins Spiel. Sie fliegen mit dem Falken zu den Kernwelten. Wir haben Freunde da draußen. Ich bin C3PO. Roboter-Mensch-Kontakter.
Ja, wir haben Freunde. So. Ja. Ist das Bodenteam schon da? Ja, die Landefähre ist wohl gerade gekommen. Schönen Flug quer durch die Galaxis mit einem Haufen köstlich stinkender Orbax, General. Danke, General. Das ist auch so ein Ding, ne? Po wird durch Leas Tod befördert zum General. Er rennt zu Finn und sagt, ich kann's nicht alleine, du musst mir helfen, ich befördere dich zum General. Im Widerstand und bei den Rebellen sind alles immer nur Generäle. Nur mal so, ne? General. General Calrissian holt ja auch eine Flotte. Im Film wichtig, sie haben keine Hoffnung, dass eine kommt, weil schon in Episode 8 wurden sie im Stich gelassen. Also kurzum, es gibt keine militärische Einheit mehr, die irgendwie fliegen könnte. Die gesamte neue Republik hatte keine Flotte. Die hatten nur einen kleinen Widerstand. Ja, schon klar. Musste so sein, weil die Rebellen waren ja auch in der Unterzahl, aber da gab es ein Staatssystem Imperium, ja, da war es klar, während eben das neue Staatssystem keine Flotte hat. Frage ich mich, wie das eigentlich möglich ist. Aber gut, mal dahingestellt, da haben wir vielleicht am Anfang was vergessen einzuführen. Man hätte ja auch die neue Republik gegen die neue Ordnung kämpfen können, aber dann hätten wir vielleicht die neue Ordnung ein bisschen umbenennen müssen. Nur mal so. Oder halt das Ding nur Republik nennen müssen oder sowas. Kann ja sein. Aber gut, wir haben ein Ziel. Wir wissen, wo wir hinwollen. Wir müssen uns bereit machen. Und ja, wir wissen auch, wo wir hin müssen. Wir müssen dahin den Kommunikationsturm zerstören. Und dann loslegen. Im Übrigen nur mal so, wir sehen gleich, wir werden kämpfen auf Pferden. Oder die werden zumindest mitmachen. Ja, und Ray fliegt gerade durch einen Wirbel von Anomalien oder sowas, um überhaupt nach Exegol zu kommen. Also man weiß ja nicht, wo Exegol liegt und dorthin zu kommen ist gefährlich, weil man durch Raumanomalien und gefährliche Wirbel fliegen muss und so weiter und so fort. Also deswegen, alles gut. Also, dann fangen wir mal an und wir beginnen mit der Endschlacht aus Episode 9. Oh, Moment, bevor ich das mal mache. Mittlerweile sind alle aufgedeckt. Also ich habe ja am Anfang noch gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele Planeten man hier bereist, aber wir haben sie mittlerweile alle. Geil. Cool. Okay, es geht los. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich bin echt gespannt, was jetzt kommt. Wie sie das umgesetzt haben. Jetzt geht's los. So, ich guck noch mal ganz kurz, was es hier gibt. Okay. 13 Steinchen. Ich glaube, da brauchen wir... Brauche ich da irgendwas bei 13? Ich hab's jetzt gerade schnell weggeklickt, aber... Ah, nee, nicht wirklich. Wenn, dann höchstens hier vorne noch den schnellen Sprint, aber der ist bei 20, also deswegen. Alles gut, es geht los. Seid mit mir, wir kämpfen jetzt die letzte Schlacht. Wir müssen die große Flotte des Imperators vernichten. Ansonsten werden wir die Galaxis in eine neue, finstere Ära stürzen und das können wir nicht zulassen. Euch diese Flotte an. Willkommen auf Exegol! Lange habe ich darauf gewartet, dass mein Enkelkind nach Hause kommt. Ich bin nicht hier, um die Sith anzuführen. Ich bin hier, um sie zu vernichten. Mein Geist wird übergehen auf dich. Du wirst Imperatorin werden. Wir beide werden eins sein. Viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr. Und du bist diejenige, die sie hergeführt hat. Strecke mich nieder. Nimm den Thron. Bringe
Das Opfer. Tu es. Genau, Kylo Ren. Meine Tochter kämpft Seite an Seite mit Vaders Enkelsohn. Das Drama in dieser Familie nimmt kein Ende. Stimmt, das ist ein Drama. Kylo Ren kämpft sozusagen an einer anderen Stelle gegen die Ritter von Ren. Finde übrigens witzig, hier ist schon wieder ein anderer Synchronsprecher als in der gleichen Szene wie davor. Und auch schon die Szene davor hatte der Imperator einen neuen Synchronsprecher gekriegt. Also irgendwie, es gab eindeutig Probleme bei der Entwicklung, wenn ich das mal so sagen darf. Aber gut, die wir gerade hören, die da anfeuern, der ganze Raum ist voll mit irgendwelchen Kultanhängern der Sith und ich habe keine Ahnung, wer die sind. Du machst das typische Palpatine-Wutgesicht. Es ist kein Scherz, die waren einfach im Film da. Ja, aber wer die sind, warum die hier sind, die werden nachher auch alle eliminiert. Das macht eigentlich auch nichts aus. Sie sind einfach da, warum auch immer. Aber sie feuern uns hier wenigstens an. Bald habe ich unbegrenzte Macht. Ja, das ist etwas anders als im Film, weil im Film kämpft Kylo Ren an einer anderen Stelle und kommt dann erst zur Unterstützung. Die Ritter von Ren werden woanders besiegt. Ja, also er kommt ja her, um Rey zu unterstützen, hat aber keine Waffe dabei, wird dann von den Rittern der Rennen, ich sag jetzt mal, aufgehalten. Und durch diese Machtübergabe kriegt er dann das Lichtschwert. So, also, wir kloppen uns mal durch. Immer. Nie habt ihr mit mir geredet. Immer habt ihr mir die kalte Schulter gezeigt. So. Also cool gemacht ist schon. Besonders auch der Thron hinten sieht geil aus. Was übrigens so unlogisch ist, der Imperator erzählt nachher. Du bist kurz davor, dein Schicksal zu erfüllen. Endlich werde ich meine ganzen Imperatoren-Pepper-Time-T-Shirts los. T-Shirts kommen gerade gut. Er erzählt ja irgendwie, er ist der einzige Sith. Also es gibt nur einen einzigen Sith und das ist er. Er ist alle Sith, die es je gegeben hat. So wie nachher Rey alle Jedi ist. Vollkommener Blödsinn. Also das empfinde ich wirklich als Blödsinn. Schließlich sind die Jedi Tausende. In der alten Republik gab es ja nicht nur einen. Ja, also da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele. Also deswegen, das gilt auch für die Sith. Es gab vielleicht, er ist vielleicht einer der mächtigsten oder der mächtigsten. Ich wollte dich Kira nennen. Klingt viel cooler. Kira! Kira gab's auch. Dein Imperium ist vorbei. Alles gut. Ich muss mal ganz kurz, während die da hinten. Und das war jetzt aber gemein, dass man schon steuern konnte. Als. Bringe ich dich in diese Grube. Einfach weil ich es kann. Jo, warum? Weil ich es kann. Das ist ein schöner Spruch für die gesamte Trilogie. Oder beziehungsweise für den ganzen Film. Warum machen wir es? Na, weil wir es können. Sag mal. Nur zu. Ein ehrlicher Kampf ist mir lieber als das ganze Herumschleichen. Kein Stehen. Kein.
ein Zweiklang der Macht. Die Macht von Zweien regeneriert den einzig wahren Imperator. Da ist es. Das ist unsere Landezone. An alle Schaffen, beschützt die Landefähre! Der Turm ist direkt vor uns! Wir müssen die Orbax mit dem Sprengstoff zum Turm bringen. Beschützt Ach. Sie! Oh nein, jetzt muss ich hier noch reiten. Ich muss auch noch reiten. Wenn so getroffen wird, gibt es hier oben geröstete Orbax. Okay. Okay, wir galoppeln. Stört die Speeder. Geht nicht. Sie reiten mit Pferden. Kommt im Film wirklich vor. Klar, auf der Außenhülle, auf dem Raumschiff reiten wir mit Pferden und haben noch genug Sauerstoff. Nicht gut. Bodentruppen! Nichts kann die Rückkehr der Sith aufhalten! Wir sind doch schon längst wieder da. Außerdem, es gibt nur ein Sith. Verstanden, General! Ich bin mir sicher, dass es nur ein Sith gibt, nach dem, was sie da nachher erzählen. Es gab nur immer ein Sith. So, kommst du mal runter? Hey, 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 Vorsicht! Vorsicht! Na, die nehmen ja hier was auseinander. Okay. Jenna, BB-8, wir müssen die Orbax an diesem Teil vorbeibringen. Oh, BB? Ich sehe was. So, der schafft das. Komm, Kleiner. Perfekt. Viel Spaß. Leute. Achso, aufsitzen? Ich dachte, die reiten jetzt alleine. Aber nein. Ich nehme mal hier... da. Ja, so. Hinter dir! Finn, ich wurde getroffen! Ich stürze irgendwo bei euch ab! Passt auf! Nicht Sieht gut. man! Ah, bist noch am Leben. Guter Mann. Ja, schon gut. Dank Snacks fantastischen Parkmanöver müssen wir auch an diesem X-Flügler vorbei. Stimmt! Wenn wir den Saft abdrehen, sollten wir ihm passieren können. Sag mal, stehst du hier einfach rum? Was? Saft abdrehen? Wir müssen ein Terminal finden, über das wir den Generator abschalten können. Ich arbeite dran. Hi. Okay, weiter, weiter, weiter. Oh. Wir haben Zeit. Wir haben ganz viel Zeit, wie wir gerade sehen. Und wie geht's euch so? Achso, ich muss weiter spielen. Oh. Okay, BB-8, mach den Weg frei. Dass der auf dem Kopf steht, ist geil. So, wo schießt du hin? Geht doch. Geschafft! Los, weiter, Leute! Mhm. Yay, die 2 Meter konnten sie jetzt nicht mehr zu Fuß laufen. 9E. Ich wusste es immer, dieser Verräter. Er ist ein Boss. Unterschätze nie einen Droiden. Schön. Wir müssen das Geschütz zerstören, sonst kommen wir nie an die Luke ran. Ah! Schießt auf die Lüftungsschächte. So können wir das Geschütz stoppen. Welche Lüftungsschächte? Zerstört die Lüftungsschächte und stoppt den Droiden. Welche Lüftung? Ach, die. Stoppt diese Weltraumpferde. Konzentriert euer Feuer auf die Lüftungsschächte. Wir müssen das Geschütz ausschalten. Hey, unser Rot sollte die doch einschüchtern. Warum sind die nicht eingeschüchtert? Weil ihr nicht rot genug seid. Das ist aber geil. Ich habe mich immer gefragt, warum die... Das Geschütz zwischen uns und der Luke. Ich habe mich immer gefragt, warum die jetzt in Rot dann rumlaufen, aber das hatte anscheinend Sinn. Lang lebe die letzte Ordnung. Ja, ja, alles gut. Ich muss ein bisschen wuseln. Gleich geht's weiter. Bin voll eingeschüchtert hier gerade. Kann dieser Droide mal aufhören? Oh, Hilfe! Ich werde beschossen. Jetzt reicht's aber. Geschafft! Sag doch, es reicht.
Nette Friese. Nette Frisur. Aber ich glaube, ich brauche ihn. Was muss ich denn machen? Ah, nee. Doch. Öffnet die Luke. Diese hier. Ah. Aber was geöffnet? Ich hänge. Ich hing nur leicht. Moment, muss ich noch was Zweites öffnen? Bauen? Mal gucken. Okay, das ist hier nur die Sache zum Ab. Oh, hier, zieh. Mhm. BB. Alles klar, BB, du bist dran. Das wollte ich auch gerade sagen. Du schaffst es endgültig, ein für alle Mal, die Skywalker-Saga sozusagen zu beenden. Oder so. Eigentlich fehlt noch ein Kampf gegen den Imperator, aber hey. So. Bisschen Kraft. Und der große Laserbohrer, Schneider etc. ist hier effektiv am Werk. Doch, hat geklappt. Das sollte reichen. Seht euch das an. Seht euch das an. Das war's, du Ungetüm. Sorry, du hast es geschafft. R2, meine Systeme versagen. Kann mich jemand hören? Ja. Da hat einer Spaß. Seid mit mir. Seid mit mir. Das sind deine letzten Schritte, Rey. Steh auf und gehe sie. Ich mag Sand nicht. Ich stimme zu. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Rey, die Macht wird mit dir sein. Immer. Eine Schrottsammlerin ist der Macht, die ich in mir trage, nicht gewachsen. Oh, ich muss doch noch spielen. Okay, aber ja, sie ist alle Jedi. Eieiei, okay. Ich drück mal X. Nein, er ist... Ja, aber... Das macht keinen Sinn. Ich bin alle Jedi. Das macht noch weniger Sinn. Kamera? Bin wieder im Spiel. Das ist unsere letzte Chance. Wir müssen diese Geschütze vernichten. Hallo. Ich, Babu Frick. Gesichtet. Die Leute heben sich überall in der Galaxis.
Geschafft! Endlich kriegt auch er eine Medaille. Es geht doch. Ich bin C3PO, Roboter-Mensch-Kontakter. Und du bist... Speicherwiederherstellung abgeschlossen. Na bitte, auch das Problem wurde gelöst. Skywalker. Und da schieben wir auch die Sonnen einmal ins Bild, damit die auch nochmal kurz zu sehen sind. Ja, wir haben es geschafft. Episode 9, der Aufstieg Skywalkers, wurde beendet. Sie hat den Namen einfach angenommen. Sie ist nicht mit den Skywalkers verwandt, aber sie hat ihn einfach mal angenommen. Kann man ja mal machen, ne? So, und damit wird auch erklärt, warum es heißt, der Aufstieg Skywalkers. Ja, und damit sind wir durch. Wir haben es geschafft. Jetzt würde theoretisch noch das freie Spiel anstehen. Das bedeutet, ganz viele Sachen erfarmen, um die Blöcke freizuschalten, Rätsel zu lösen, um dann eben den Skillbaum freizuschalten. Aber ihr habt ja gesehen, es geht auch ohne die großen Freischaltungen. Und kurzum, ja, ich denke, damit bin ich durch Lego Star Wars die Skywalker Saga dann durch. Und wir haben sogar einen Abspann, der überraschend ist. Hätte ich gar nicht geglaubt, aber trotzdem, es kommt ein Abspann. Und ich sag jetzt mal ganz einfach, es macht schon Spaß. Also das Spiel ist sehr, sehr spaßig. Es spielt sich wirklich gut. Ich war von Episode 1, 2 und 7 eigentlich am meisten begeistert vom Spielgefühl. Muss ich leider so sagen. 3 hat mich enttäuscht. Das war zu stark zusammengeschnitten, beziehungsweise zu wenig Kämpfe. Das waren zu viele Boss-Battle. Also auch gefühlt kampftechnisch war es immer dasselbe von den Jedi-Kämpfen. Die Boss-Kämpfe sind eigentlich immer die gleiche Mechanik. Auch das, was die Gegner machen, das ist immer dasselbe. Und bei Episode 3 hatte ich den Eindruck, dass man eigentlich gar nichts anderes macht, außer Bosskampf, 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 Bosskampf. Und deswegen, ich war von Episode 1 eigentlich am meisten überrascht, weil da hatte man noch viel Erkundung, genauso wie dann auch teilweise in Teil 2. Und in Episode 7, auch da wieder, dieses etwas mehr Erkunden, aber eigentlich sinnlos erkunden. Also schön, dass es Open-World-Ansätze hat, aber man hätte auch die Story hintereinander wegspielen können. Dann wäre überall so eine Art wie Episode 3 oder auch die anderen Teile rausgekommen oder auch Episode 6 sehr, sehr stark komprimiert. Wäre dann bei rausgekommen, hätte eigentlich auch gereicht, ja, also wenn man die Storys hintereinander spielt. Das ganze Ding mit Erkunde, sammel hier Steine und so weiter, ist ein nettes Gimmick, aber eigentlich vollkommen überflüssig im Spiel. Ansonsten sage ich mal, den Humor muss man mögen. Ich fand ihn sehr gut gelungen. Er wertete für mich sogar Episode 7, 8 und 9 massivst auf. Man hat selbst in der spielkomprimierten Form gemerkt, dass Episode 8 eine mehr als simple Story in der Mitte hat. Das mit dem Codeknacker und so weiter, das ist sehr, sehr simpel gehalten. Auch für Star Wars-Verhältnisse sehr einfach, besonders weil sie werden verhaftet wegen Parkverstoß. Ist mehr oder weniger wirklich im Film auch drin. Und ja, 9, wie gesagt, sehr komprimiert, lebte viel von Effekten, ja, also im Sinne von größer, effektvoller, gewaltiger, nicht ein Schiff reicht, es muss schon eine Flotte von Hunderten sein und alle erheben sich aus dem Eis und so weiter, also lebt halt viel von diesen, ja, ich sag mal, größer ist besser Effekten und das ist es nicht, ja, also größer ist in dem Fall gar nicht besser, finde ich, kann jeder anders sehen, also ich rede ja immer nur aus meiner Sicht die ganze Zeit schon. Ist alles meine Meinung und ihr könnt das alles anders sehen und ist auch euer gutes Recht. Ja, aber ich finde 7, 8, 9 sind keine
aus einem Guss Filme. Das sind alles Einzelfilme, die aber alleine nicht funktionieren, weil sie doch eine Trilogie darstellen wollen, die sie halt nicht sind. Und naja, ich habe es ja im Spiel schon genug erklärt, was mich da gestört hat. Deswegen komme ich nochmal zum Spiel. Das Spiel selbst spielt sich sehr flüssig, allerdings auch nicht aus einem Guss. Da haben wir auch das gleiche Problem. Die einzelnen Episoden sind unterschiedlich von der Qualität. Manche sind aufgrund dessen, was man spielt, zu stark zusammengeschnitten. Wie gesagt, Episode 6 hatte ich den Eindruck und auch Episode 3, ja, dass ich mehr Cutscene zu Cutscene spiele, also im Sinne von mehr Cutscene als Spiel habe. Wirkte nur auf mich so, muss nicht sein, aber es wirkte so auf mich. Während andere Teile wie 7 oder auch 1 und 2, da hatte ich mehr zu erkunden, ja, so in der Richtung. Und das wirkte irgendwie wie ein Spiel mehr als, ja, interaktiver Film, sagen wir es mal so. Aber trotzdem, es wirkt nicht wie aus einem Guss. Genauso wie ich immer noch sage, ich habe den Eindruck gehabt, dass teilweise die Synchronsprecher, vielleicht waren es auch die gleichen, aber dann anders aufgenommen, nicht nachbearbeitet, anders nachbearbeitet. Also ich hatte den Eindruck, Vader hatte teilweise in den Cutscenes, in den vorgerenderten Cutscenes einen anderen Sprecher als nachher dann, wo man ihn mal kurz für ein paar Sekunden gespielt hat. Genauso hier, der Imperator hörte sich in der Spielwelt anders an als in der Cutscene. Das ist irgendwie auch nicht aus einem Guss. Muss ich so sagen. Wahrscheinlich haben sie da irgendwie alte Sachen genommen, neue Sachen gemischt und dann versucht anzugleichen. Wirkt auf mich als Spieler trotzdem komisch, wenn eine Figur anders sich anhört, obwohl das Programm neu ist. Ja, bei der Klassik-Star Trek-Serie, ist nicht Star Wars, Star Trek, als die als Blu-ray rauskam, da hat man den gleichen Effekt. Da wechseln teilweise die Synchronsprecher, wenn man die sich im Deutschen anhört, weil die Alten waren mittlerweile verstorben oder in Rente und da wechselt das dann. Ja, weil sie haben neue Szenen hinzugefügt. Ist auch nicht schön, wenn ich das sehe, aber kann ich noch verstehen. Hier, bei diesem Spiel kann ich es nicht verstehen, weil es ist komplett neu. Ne? Es ist ja jetzt erst rausgekommen. Und auch wenn es vielleicht im Englischen so ist, dass sie die Original-Filmzitate nehmen, also Szenen aus dem oder Sprache aus dem Film rausnehmen und dann hier verwenden, im Deutschen haben sie ja wieso nachsynchronisiert. Das sind ja nicht die Originalsprecher, auch aus dem Film nicht. Da hätten sie komplett durchgängig synchronisieren müssen oder darauf achten müssen, dass die Figuren sich wenigstens komplett gleich anhören. Und das war zumindest hier, während ich gespielt habe, auf meinen Kopfhörern nicht der Fall. Ja, und aber auch das wieder nur mein Eindruck, sagen wir es mal so. Ansonsten machte es wahnsinnig viel Spaß. Wie gesagt, der Humor wertet Teile wirklich auf. Und die Open-World-Ansätze sind ganz nett, sind aus meiner Sicht aber großteilig überflüssig, genauso wie auch das Skillsystem dahinter eigentlich überflüssig ist, weil man braucht es nicht wirklich. Ja, also das Skillsystem ist ganz nett, es soll dich belohnen, damit du eben die Steine sammelst zum Freischalten von irgendwas, aber seien wir ehrlich, hätten wir das Skillsystem nicht gehabt, wir hätten es auch nicht vermisst, aus einem ganz einfachen Grunde. Ich habe es ja nicht exzessiv betrieben. Ich habe es ja einfach nur durchgespielt, das Spiel, und zwischendrin mal geguckt, kann ich hier irgendwas mal freischalten, was die Sache dann noch ein bisschen leichter machte. Ja, also, weiß ich, dann schieße ich nicht mehr 10 Sekunden auf einen Asteroiden im Weltall, damit der kaputt geht, sondern 2 Sekunden, ja, oder 3 oder 4. Das ist ganz nett, aber es ist kein Must-Have. Also, um die Story zu erleben, hätte es gereicht, hätten wir einfach das Spiel gespielt und nicht diese Sache mit dem Sammel unbedingt jetzt hier die Steine. Genauso das Ganze mit dem Freischalten von Charakteren. Es ist ganz nett, dass ich die freischalte. Die kommen ja jetzt auch, einige kommen ja nur über DLCs, also irgendwie der Mandalorianer kannst du jetzt kaufen. Oder kommt demnächst als DLC, sagen wir es mal so, oder vielleicht ist er dann auch schon, wenn ihr das Ding hier seht, rausgekommen. Ich weiß es nicht. Ich habe es nur gelesen, dass bestimmte Charaktere nachgeliefert werden, nur damit ich sie spielen kann. In der Story machen sie sowieso keinen Sinn. Ich kann sie dann durch die Open World spielen oder schicken. Naja, also ich sag mal so, ich werde es, glaube ich, nicht tun. Ich denke, ich werde das Spiel jetzt sozusagen beenden. Für mich war es wichtig, sozusagen die Filme einmal nachzuspielen und da die Story zu erleben, aber ich bin nicht so der 100% Sammlertyp. Also da muss ich sagen, das reizt mich jetzt nicht, das Spiel weiterzuspielen, ja, nur damit ich eben die Steine kriege. Und da ist es dann mir auch egal, ob ich jetzt als der Mandalorianer, als Ahsoka, als Commander Cody durch die Gegend rennen kann. Das reizt mich nicht. Und da reizt es mich auch nicht unbedingt zu sagen, das muss ich jetzt aber noch als Pack dazu kaufen, ja. Ich meine, hier in meiner Fassung war irgendwie klassische Charaktere dabei, steht zumindest als Zettel da drin,
Habe ich extra gerade nochmal nachgeguckt, aber auch die. Ja, also ich habe ja absichtlich nicht gewechselt, obwohl man teilweise auch schon hätte wechseln können während des Spieldurchlaufes. Aber ich habe ja die Charaktere nicht gewechselt, wenn sie nicht storytechnisch auch da waren, weil das reißt einen so raus. Sagen wir mal ehrlich, es reißt einen irgendwie aus der Story raus. Und es macht auch dann mir so ein bisschen nicht mehr so viel Spaß. Ja, und deswegen habe ich es nicht gemacht, aber jeder, der eben mehr haben will, kann ja noch weiterspielen und auch freischalten. Aber ich für meinen Teil denke mal, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, dass ich sage, für mich reicht's. Und es war eine schöne Reise, die Filme nochmal zu erleben. Ich muss sie mir wirklich nochmal in echt ansehen. Ich habe festgestellt, während ich das Spiel gespielt habe, ich habe die Filme viel zu lange nicht mehr gesehen. Ich habe zwar die Szenen großteilig noch gekannt und auch gewusst, dass sie vorkamen, aber teilweise die Reihenfolge nicht mitgekriegt oder verwechselt. Episode 2, wo ich sagte, Moment mal, müsste er nicht jetzt schon gegen den Kopfgeldjäger kämpfen, bevor er da auf Kamino landet? Es war nachher andersrum, ja? Also, wie gesagt, ich bin auch jetzt, nachdem ich das Spiel gespielt habe, definitiv an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich habe viel zu lange nicht mehr ganz so aktiv in dem Star Wars-Universum irgendwas gemacht und das merkt man dann, auch mit den Rassen, wie sie alle heißen und so weiter, da war ich früher mal mehr drin. Aber trotzdem, mir liegt Star Wars immer noch sehr am Herzen, ich habe es ja gesagt, durch damals vor allem Star Wars Galaxies, dem ersten MMORPG in dem Star Wars-Universum. Und ich finde es immer noch schade, dass das nicht mehr existiert. Zumindest nicht mehr offiziell existiert. Es gibt einen Emulator, aber richtig offiziell ist es halt eingestellt worden. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil das hat mir damals sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, aber trotzdem, dieses Spiel fängt sehr, sehr viel Star Wars Atmosphäre hier ein. Lego Star Wars, die Skywalker Saga, fängt sehr viel Star Wars Flair ein. Mehr als ich geglaubt hätte für ein Lego-Spiel. Und das machen vor allem die sehr gut gemachten Cutscenes. Einen kleinen Kommentar habe ich da allerdings doch noch. Und zwar das Intro, wenn man das Spiel startet, da läuft ja sozusagen ein Intro-Film ab. Alle Szenen, die man da sieht, sind nicht aus dem Spiel rausgenommen. Das kann man positiv oder negativ bewerten. Ich persönlich muss sagen, ich fand es ein bisschen negativ, weil die Szenen, die da vorne im Intro sind, sind teilweise witziger dargestellt, also auch mit Tollpatschigkeit und so weiter, als nachher dann im echten Spiel. Ja, also das hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass das, was ich im Intro so sehe, dass die Charaktere, die dort schon angedeutet werden, nachher dann auch 1:1 im Spiel auftauchen. Aber Obi-Wan war dann doch nicht ganz so tollpatschig im Kampf gegen Darth Maul zusammen mit Qui-Gon Jinn. Bei denen hat man ja auch gespielt, diesen Kampf. Und ja, ansonsten von den Gewichtungen, was man an welcher Stelle spielt, auch interessant gemacht, weil wie gesagt, hier Episode 6 vor allem fand ich interessant, dass da die Raumschlacht gar nicht drin war. Ja, also man hat die Raumschlacht nicht gespielt. Das war überraschend. Ja, dafür war die im Gegenzug in Episode 4 die Raumschlacht um den Todesstern, um den ersten. Die war geil. Vielleicht ein bisschen unübersichtlich als Zuseher, als Spieler nicht. Aber da muss ich sagen, die hat mich gefesselt. Da sage ich, davon hätte man gerne mehr ins Spiel packen dürfen und können. Aber naja, hat man nicht getan. Und ich sag's nochmal, man merkt dem Ding an, dass es eindeutig leichte Probleme bei der Entwicklung gegeben haben muss. Ja, dem Spiel, weil die Qualität ist unterschiedlich gewichtet, ja, also hier Episode 6 eben viel zu kurz im Vergleich, dann Episode 7 plötzlich wieder mit mehr Leerlauf und mehr Erkundung und auch die erste Karte da auf Jakku plötzlich, das Dorf ist ohne Ladezeiten mit drin und so weiter und so fort, da muss ich sagen, da merkst du plötzlich, okay, da hatten sie mehr Zeit zur Programmierung und ich vermute auch, sie haben mit der neuen Trilogie angefangen, weil die hat gefühlt einen größeren Schwerpunkt als die alte Trilogie. Also, sie haben sozusagen mit Episode 7, 8, 9 wahrscheinlich in der Entwicklung angefangen, dann haben sie 1, 2, 3 gemacht und dann 4, 5, 6, weil 4, 5, 6 hat die wenigste Entwicklung, wenn man es genau nimmt. Und es wird ja auch immer kürzer, also je weiter man in den Storys dann voranschreitet, dann werden sozusagen die letzteren Episoden irgendwie qualitativ kürzer. Ja, und das hat nichts mit der Story zu tun. Also, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Gefühlt beim Spielen komisch, weil ich jetzt, wo ich darüber rede und nachdenke, eigentlich Episode 1, 4 und 7 sind dann immer die längsten. Und die letzten 3, 6 und 9, die sind dann irgendwie komprimierter, so gefühlt. Auch von der Präsentation halt. Sie machen ja einiges
kürzer. Und ja, sie machen es, sie packen die wichtigsten Sachen trotzdem rein als Information. Auch wenn sie bei Episode 9 zum Beispiel die Gedächtniswiederherstellung von C-3PO an eine ganz andere Stelle als im Film gepackt haben. Das Gedächtnis von C-3PO wird nämlich schon früher hergestellt, dort wo sie praktisch dann zur letzten Schlacht aufbrechen, da wird das schon wieder hergestellt und hier war es ja wirklich ganz am Ende. Ja? Und ich sag mal so, ich kann es verstehen, aus Storygründen haben sie es nach hinten geschoben, aber ja, sie haben halt vom Film so ein bisschen abgewichen, wobei ich sagen muss, das haben sie großteilig sehr gut gemacht. Wo sie abgewichen sind, haben sie wirklich das sehr gut hingekriegt. Das muss ich auch sagen, sie haben auch Sachen rausgenommen oder eingebaut, vor allem, wo Fans halt sagen, ja, warum war das drin? Die blaue Milch, ne, von Luke Skywalker, sagte ich ja schon mal, dass der da immer Milch gesoffen hat, ist ja in dem Spiel von dem Moment, wo Luke eingeführt wird, bis zum Ende komplett drin. Und ich muss sagen, das finde ich gut, dass sie das kontinuierlich als Hinweis drin haben, weil sie nehmen vieles auf die Schippe. Die Medaille, die Chewie sozusagen nie bekommen hat, es war eben immer der große, große Kritikpunkt, dass er nie eine Medaille kriegt und dann am Ende kriegt er eine, noch nicht einmal mit Zeremonie. Hier haben sie jetzt eine Zeremonie gebaut, so unter dem Motto, uns ist aufgefallen, das stimmt im Film nicht. Und ja, das haben sie gut gemacht. Ja, also wie gesagt, es hat sehr große Vorteile und auch Nachteile, das Spiel. Ich finde, wie gesagt, sie hätten es mehr aus einem Guss programmieren müssen. Es hat eben Schwankungen während des Spiels, merkt man auch, und das hat nichts mit der Qualität der dahinterliegenden Filme zu tun, aber naja, man steckt ja bei so einer Entwicklung eines Spiels auch nicht drin, also ich zumindest nicht. Und ich weiß auch nicht, was da im Hintergrund passiert ist. Ich habe nur irgendwas von Crunch gelesen, dass die Leute eben viele Überstunden machen mussten, kurz bevor es rauskam, und dass es auch eine Verschiebung noch gab und was weiß ich, oder mehrere sogar. Ich habe es nur am Rande verfolgt und dann habe ich es jetzt ja gespielt, weil ich dachte, das könnte was Niedliches und Nettes sein, und es war niedlich und nett. Und ja, ich kann sagen, also ich muss sagen, es ist ein schönes Spiel. Es lebt, wie gesagt, von großteilig der Atmosphäre, von den Soundeffekten, vor allem auch von der Musik, dass die passend eingesetzt wird, großteilig, bis auf in Episode 8. Da gab es eine Szene, da hörte man die imperiale Themen, die mehr dem Imperium bzw. eigentlich mehr Darth Vader zugeordnet wird in den Filmen. Die wurde dann hier ja einfach eingespielt, weil sie keine andere Musik hatten. Das muss man mal so sagen. An der Stelle hatten wir keine. Und 7, 8 und 9 recyceln auch viele Musiken, muss man leider auch sagen. Es gibt einige neue, die sind auch drin im Spiel, großteilig sogar verwendet, weil man wollte nicht so recyceln, aber trotzdem, man merkt es halt, ne, dass das. Man musste da auch ein bisschen kreativ sein. Ja, so oder so. Aber ich muss sagen, ich bleibe dabei. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch im Übrigen auch. Ich hoffe, es war ein Spiel, wo ihr sagt, ja, es war witzig, es war knuffig, auch wenn ihr vielleicht die Filme nicht kennen solltet oder nur einen Teil der Filme gekannt habt, dann hoffe ich trotzdem, dass ihr einen guten Einblick habt, weil ich sag mal so, die Story der Filme haben sie sehr gut nacherzählt. Auch wenn man den Film nicht kennt, müsste man eigentlich alles mitgekriegt haben, was wichtig war, oder ich habe es dann noch als Bindeglied erzählt, beziehungsweise die Geschichte, die sie in komprimierter Form erzählen, passt eben auch als komprimierte Form des Films. Ja, und alles, was im Film vielleicht noch dazu vorkam, ist nicht unbedingt notwendig zu wissen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange der Nachspann hier noch geht. Normalerweise lasse ich den ja immer durchlaufen, aber jetzt sind wir erst bei Warner Brothers Games. Der ist also ein bisschen länger, der Nachspann. Besonders, weil er auch kürzer gefasst ist, vielleicht das falsche Wort. Ist so definitiv das falsche Wort. Ich wollte sagen, die Nachspänne der Filme sind kürzer gefasst, weil sie da nämlich mehrere Spalten bauen. Ja, also sie haben zwar die gleiche Schriftart und auch die gleiche Art, aber sie bauen ja nicht nur wie hier eine Spalte, also sozusagen Funktion, Name, sondern in den Filmen hast du ja teilweise 3 bis 4 Spalten. Da brauchst du schon auf Heimkinoanlagen teilweise eine Lupe, um was zu sehen. Haben sie sich hier gekniffen, ne? Und die Geschwindigkeit macht dann das Übrige. Und nein, ich kann nicht, wie in anderen Spielen, vorspulen, also schneller ablaufen lassen. Ich kann nur überspringen. Ne? Also ich verdecke hier immer nur das Überspringen.
Und ich denke mal, ich werde das Ding jetzt auch beenden, weil ich nämlich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wie lang der Nachspann ist. Deswegen sage ich jetzt schon mal für alle Leute, die das Ding hier später auf YouTube gesehen haben, es wurde ja seit Folge 2, oh gut, jetzt kam nochmal die Fanfare, sehr schön. Ab Folge 2 war es ja keine richtige, reine YouTube-Aufnahme mehr, ne? Also wer das hier bei YouTube gesehen hat, Folge 1, das wurde von mir mal irgendwann aufgenommen, sozusagen als Test, ob überhaupt YouTube Probleme macht beim Veröffentlichen. Und ja, es gibt viele Meldungen wegen der Musik, ne? Aber das ist kein großes Thema in dem Fall für mich. Kann sich in Zukunft vielleicht noch ändern, aber momentan ist es für mich kein großes Thema. Aber so oder so, für die Musik gibt es sozusagen ganz viele Disclaimer und was weiß ich alles. Aber deswegen hatte ich Teil 1 mal aufgenommen, um zu gucken, wie denn YouTube agiert, wenn das Ding veröffentlicht ist. Und ab Folge 2 war es ja dann Twitch-Übertragung. Ne? Also ihr habt es ja mitgekriegt, ich habe das Ding hier live gespielt, ich habe teilweise mich mit den Leuten auch im Chat noch unterhalten. Aber trotzdem hoffe ich, dass ihr einen Spaß hattet an der ganzen Sache und dass es euch gefallen hat. Und deswegen sage ich jetzt für jeden, der das hier jetzt bei YouTube gesehen hat, ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich wieder in einem neuen Let's Play, weil ich werde diesen Nachspann jetzt abbrechen, denn der geht mir ehrlich gesagt zu lang. Wenn ihr den gesamten Nachspann sehen wollt, kauft euch das Spiel, unterstützt in dem Fall dann doch irgendwie die Entwickler oder wartet auf einen Sale, wenn es euch momentan zu teuer ist. Aber so oder so, da könnt ihr euch den Nachspann selbst angucken, aber so spannend ist der ja auch nicht. Ne? Seien wir ehrlich, so spannend ist dieser Nachspann nun auch wieder nicht. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem anderen Let's Play hier demnächst wieder auf dem Kanal. Und ich weiß noch nicht, was kommt, ich muss mal schauen, ne? Ansonsten läuft sicherlich noch irgendwas nebenbei. Ja, wie gesagt, ich danke euch vielmals und hoffentlich hat es Spaß gemacht und dann bis demnächst. Und jetzt klicke ich hier auf Überspringen und bin noch gespannt, ob irgendwas kommt, aber dürft ja nicht. Die Filme haben ja auch keine Post-Credit-Szene. Also deswegen nochmal danke und macht's gut. Tschüssi.